Ich hasse Kelvin. Wo kommst du denn plötzlich her? Alter Vater, habe ich mich erschrocken, ey. Guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Kelvin ist auch wieder mit dabei. Herrlich. Traumhaft. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal hier diese Jungs entdeckt, von denen ich noch immer nicht so richtig weiß, was es überhaupt sein soll. Also wieso sie überhaupt hier sind. Ich bin mir da irgendwie nicht so ganz sicher. Du, mein Freund, du lässt mich mal hier schön, ne? Entspann dich mal ein bisschen. Piefke. Gibt's ja wohl nicht. Ich weiß es nicht so genau. Sons of the Stars, was das zu bedeuten hat. Meine Theorie ist, dass es ein Spiel geben wird, das Sons of the Stars heißt. Und es wird im Weltraum spielen. Es wird auf einem fremden Planeten spielen. Auf dem wir uns dann genauso wie hier, aber in Alien-Umgebung, also in außerirdischer Umgebung, auch durch eine kleine Story boxen und eben selbst fröhlich ein bisschen was aufbauen können. Und so weiter und so fort. So wird's sein. Leute, so wird's sein. Hier habt ihr es zuerst gehört. Vermutlich nicht. Vermutlich haben da schon tausend andere Leute drüber gesprochen. Aber ich hab's jetzt eben auch mal gesagt. Man muss ja auch immer seinen Senf dazugeben, ne? So. Unser Ziel ist es, dort die Höhle am Strand zu erreichen und dort dann einfach mal durchzuflitzen. Soweit denn das Flitzen überhaupt möglich ist. Müssen wir mal schauen. Denn so richtig, richtig gut ausgestattet sind wir halt auch nicht, ne? Wir haben nicht... Ich hätte mir vielleicht noch ein paar Granaten mehr mitnehmen sollen. Zwei Granaten ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Naja, wir schauen einfach mal. Wir gucken einfach mal, was wir da so hinbekommen. Auch schön hier, ne? Mann, hier kannst du einfach alle 10 Meter kannst hier stehen bleiben in diesem Spiel und denkst so, boah, ist das schön hier, ey. Ich nehme noch mal einen Schluck Kaffee zur Stärkung. Das ist äußerst wichtig, damit wir uns auch sehr gut fokussieren können auf das, was da auf uns wartet. Und die Wolke da hinten ist aber sehr interessant. Die bewegt sich sehr interessant. So. Ausdauer, müssen wir mal gucken. Warte mal. Moment, da kommt mir gerade. Hier, gut, dass ich da nochmal kurz an die Ausdauer gedacht habe. Und zwar sollten wir natürlich... Na, wobei, hier wird es schwierig. Das ist wohl alles hier noch Salzwasser. Hier vorne, hier. Hier haben wir ein wenig Süßwasser. Zack. Gut, und nochmal ein Schlückchen trinken. Boah, sieht doch ganz gut aus. Vielleicht können wir noch eben was essen. Haben wir irgendwas, was wir essen können? Ja, hier so ein bisschen hiervon. Ne? Schmeißen wir uns das hier mal eben rein. Ich gehe auch stark davon aus, dass wir in der Höhle weitere Nahrung finden werden. Gut ist, dass wir gut ausgestattet sind, was Rüstung angeht. Moment, sind wir... Doch, wir sind an der richtigen Ecke. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Aber doch, alles richtig. Ich hatte nur gedacht, wir wären schon eine Ecke weiter. Ja, wir sind, was Rüstung angeht, sind wir gut ausgestattet. Also eigentlich dürfte uns jetzt in der Höhle nicht allzu viel passieren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ach, warte, bevor wir jetzt hier reingehen. Gucken wir mal gerade hier vorne vorbei. Ob hier vielleicht irgendwo noch ein bisschen Loot rumliegt. Hier ist ja auch eine mögliche Absturzstelle. Und dann liegen hier ganz viele Koffer rum. Die liegen jetzt aber natürlich nicht hier. Weil wir ja dort oben in den Bergen abgestürzt sind. Die Absturzstelle kann man, glaube ich, sogar von hier aus sehen. Kann das sein? Ah, ne, ich glaube, ich täusche mich. So, habt ihr was dabei für uns, Leute? So ein Helm wäre ganz praktisch. Der ist doch bestimmt, der hat doch bestimmt ein bisschen Rüstung. Was ist das hier? Was esse ich da jetzt? Ach, guck mal hier. Menü 18. Geil.
Das war ja lecker. War schon versteinert. So dann. Dann wollen wir mal rein hier in die Höhle und mal schauen, wer oder was uns dort erwartet. Gucken wir mal, wen wir hier erwischen. So, zweite Höhle. Offen. Nein, noch nicht, aber da hat der Wucht, die Wucht des Schlages hat leider nicht ausgereicht. Warte, jetzt aber. Boom. Bedrohlicher Sound. Mit Recht, mit Recht. So, schönen guten Tag. Ist da jemand? Wir haben auf jeden Fall einmal die Taschenlampe verdient hier, würde ich sagen. Aha, bisschen Munition. Irgendwie... Aha, eine Sauerstoffflasche. Die ganzen Jungs, die hier so rumliegen, die sehen alle so militärisch aus irgendwie. Was haben wir hier? Puffcorp Outbind Sahara Therapeutics for Remote Island. Also Puffcorp hat Sahara Therapeutics überboten und hat dann eben den Zuschlag für diese Insel hier bekommen und hat sie gekauft. Tja. Aber wofür? Wofür haben sie diese Insel gekauft? Mit Sicherheit für irgendwelche Experimente. So wie es eben in solchen Spielen ist, ne? Ja, nett da oben. Der Tod wartet wohl auf uns. So, dann schauen wir mal. Wir haben jetzt mit Sicherheit hier gleich wieder schönen Gegner vor uns. Oh. Aufpassen. Aufpassen. Oh. Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Was war da so ein Boom? Ein leises Mutantenklagelied war das. Vorne das Licht. Ach, guck mal. Hier war jemand baden. Aber das ist wahrscheinlich eher so, dass draußen jemand baden war und bei einer Flut ist der dann in die Höhle geschwemmt worden oder so. Wird, glaube ich, mehr Sinn machen, ne? Okay. Da vorne haben wir einige Leute. Eieieiei, das sind ein paar mehr, ne? Da würde ich doch glatt mal kurz eine Zeitbombe hinwerfen. Der ist tot. Der auch. So, die Zeitbomben einfach, weil wir sie haben, ne? Aufpassen, vielleicht können wir ja mal zwei erwischen. Ja, wackel du mal noch ein bisschen weiter darüber. Oh. Mein Freund. Ah, jawohl. Das war eine sehr gute Entscheidung, mein Piefke. So, ich würde einmal versuchen... Okay, das ist natürlich ein bisschen problematisch hier. Ohne Licht. Warte mal, da ist der. Ups. Okay. Hat gesessen, der hat auch gesessen.
Der hat nicht gesessen. Der hat gesessen. Er ist noch nicht tot. Ich habe ihm zwischen die Beine geschossen. Das ist nicht gut. In die Beine ist besser. Jetzt ist er tot. Den Jungs muss man nämlich immer schön in die Beine schießen. Pfeile nehmen wir uns möglichst mit. Ist doch aber gerade noch jemand. Da hinten ist noch einer. Wieso bleibt denn der ein... Der interessiert sich für uns gar nicht, obwohl wir jetzt recht laut waren hier. Ich kenne das sonst so gar nicht. Wir nehmen uns ein bisschen Rüstung mit. Da kommt er an, schlawinert. Oh, daneben. Okay. Jetzt ist er tot. Hat er jemanden rufen können? Sieht nicht so aus. Massig Knochen. Braucht jemand Knochen zufällig? So, wir brauchen einmal das Licht. Jetzt geht sie nach links und es geht sie nach rechts. Wir werden einmal hier nach rechts gehen. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Vorsicht. Ganz vorsichtig. Oh, hier geht's ein Stückchen weiter, ne? Hm. Wow. Okay. Warte mal, dann ist doch wahrscheinlich die andere Ecke da, ist doch wahrscheinlich nicht so weit, ne? Gucken wir erstmal kurz um die Ecke rum. Es ist ja meistens so, dass es einmal so kleine Abschnitte gibt und dann dort, wo es eigentlich weitergeht. Und ich würde jetzt hier gerade mal kurz... tja, vielleicht... vielleicht geht es auch hier weiter. Ja. Yep. Hier geht's eindeutig auch weiter. Na gut, wenn wir jetzt hier sind, dann gehen wir erstmal hier weiter. Gucken uns hier einmal um. Glücklicherweise bisher keine Gegner, ne? Vorsicht. Passen. Mensch, da sind Steine von der Decke gefallen. Bisschen schleichen. Wo geht's jetzt hier hin? Oha! Was ist denn da unten? Habt ihr das gesehen? Ach, da ist ein Hai. Hier ein Seil. Hier hinten leuchtet's. Da müssen wir uns mal umgucken. Hier, gucke mal. Da, nach diesem Teil suchen wir doch. Was haben wir hier? Eine Uhr. Und danach suchen wir. Nach dem Tauchgerät. Mensch, das ging jetzt aber, also, das war jetzt aber sehr einfach, muss ich sagen. Ich erinnere mich noch an Zeiten hier in dem Spiel, da war das alles noch ein bisschen anstrengender, sag ich euch. Aber den Heiler, den hatte ich bisher hier noch nicht in der Höhle, ehrlich gesagt. Hallo. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, für den einfach mal die Pistole zu nutzen, denn wir wissen ja, dass der eigentlich nur einen Schuss aushält. So. Der vielleicht auch zwei. Gut, also. Tauchgerät haben wir. Nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Tauchgerät. Collected.
Aber wir müssen natürlich jetzt in der anderen Ecke, müssen wir auch noch mal kurz gucken, was da denn zu finden ist. Das aber jetzt, das Sauggerät war auf jeden Fall der Hauptgrund, weswegen wir hier sind. Aber das ist natürlich, das ging natürlich jetzt sehr schnell und sehr einfach, muss ich sagen. Da müssen wir uns doch noch mal eben kurz in die andere Richtung umschauen. Wir lassen natürlich hier nichts offen. Keine Ecke. Das waren einfach nur meine Schritte, ne? Ja, ich glaube ja. So, hier wollen wir jetzt nochmal lang und nochmal gucken, was es hier hinten in dieser Richtung so zu entdecken gibt. War dann doch eigentlich ganz gut. Die instinktive Richtung hier war eigentlich ganz richtig. Hätte ich mal weitergehen sollen. Denn dort, wo das Tauchgerät ist, wenn man die einmaligen Items findet, dann ist da meistens auch dann Ende. Schluss. Und dieser unauffällige Hai in dem unterirdischen Teich, der spricht sehr dafür, dass wir tauchen müssen. So, hier ist aber niemand soweit. Oder ist doch jemand, siehst du? Das ist sehr gruselig. Das ist wirklich gruselig, das so im Dunkeln zu machen, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Anhand der Pfeile können wir ganz gut erkennen, wo sie sind. Da ist einer. Und da ist der nächste. Wow. Lebt der noch? Der lebt eindeutig noch. Oh, warte. Lass mich kurz. Aua. Da ist noch jemand. Okay. Uah. Das ist schlecht. Okay, nochmal an die Beine jetzt. Oh Mist, wir haben keine Pfeile mehr. Pfeile wechseln. Boah. Also das ist schon spannend. Ich bin ganz ehrlich. So im komplett Dunklen hier zu kämpfen, das ist schon sehr, sehr spannend. Meine Güte. Das ist nur ein Vermuten, wo der Gegner denn eventuell gerade steht. So, wir nehmen uns hier nochmal eben die Rüstung mit. Können wir sehr gut gebrauchen. Zack, die werden wir uns auch direkt mal anlegen hier. Zwei Rüstungen haben wir verloren. Eins, zwei. Dann werden wir uns einmal einen Engineering reindrücken. Und nochmal hier so einen Riegel hinterher. Zack. Wunderbar. Ja, das reicht erstmal, ne? Gucken wir jetzt erstmal weiter hier. Hier habe ich noch ein paar Pfeile rein. Ja. Ist natürlich nur eine Wegmarkierung, ne? Damit ich weiß, dass ich hier lang muss. Die Pfeile zeigen halt in die Richtung, in die ich laufen muss. Ne? Hier, ganz eindeutig. Die Brotkrumen auf dem Weg. Oha. Bist du alleine? Bis hierhin habe ich geschossen, kann doch nicht sein. Oh, ich habe ihm ins Bein geschossen.
Das ist mir auch nie aufgefallen, dass die sich dann auch so hinhocken. Bei denen funktioniert es auch, in die Beine zu schießen. Aha. Da habe ich nichts dagegen. Hier spielt gute Musik. Welchen Sender hören sie? Da hängt das Radio. Wir lassen einfach mal die Musik an. So als Orientierungspunkt. Oh, oh, oh. Da sehe ich doch schon wieder die Teufelsbrut. Scheint's gewesen zu sein, ne? Okay. Oh. Hey, da ist noch was. Okay, da gehen wir jetzt so durch. Für zwei müssen wir keine Granate verschwenden. Oha. Dieser Blub, der da... Ach, guck mal hier. Betäubungsgewehr. Nice. Ja, cool, ey. Dieser Blub hier, ne? Da kriecht einer hinten rum. Habt ihr den gesehen? Da. Okay, das funktioniert nicht. Hätte ja klappen können. Okay, hier ist auch ein Dead End. Eine Sackgasse. Laden wir nochmal nach. Ne, da ist auch eine Scheibe dazwischen oder so, ne? Hm. Ob man an den irgendwie rankommt? Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht begegnen wir ihm ja nochmal. Schauen wir mal. Oh, es ist irgendwie beruhigend, wenn man hier so eine Stimme hört. Ein bisschen Musik. So, dann können wir jetzt aber, glaube ich, wir haben jetzt alles gesehen hier, ne? Jetzt können wir dann wieder abhauen. Moment mal. So viel zu, wir haben alles gesehen. Okay, hier ist aber nichts. Das ist einfach nur ein kleiner, weiterer Abschnitt der Höhle. Und na gut. Ja, sag mal, wer hat denn hier so schlecht geschossen? Irre. Muss ja ein Anfänger gewesen sein. Das ist ja unglaublich. Also, jetzt mal ganz ohne Spaß. Mann. Hier überall hängen die Pfeile in den Wänden. Glücklicherweise sind wir da ein bisschen mehr skilled. So, dann müssen wir jetzt hier einfach durch. Soweit ich mich nicht täusche, nehme ich zumindest an. Wie gesagt, der Hai. Ja doch, das war so. Wir müssen auf jeden Fall beim Hai abtauchen. Aber den Hai habe ich bisher noch nie gesehen in Höhlen. Draußen ja, aber hier in den Höhlen noch nie. So, dann schauen wir doch einfach mal. Da vorne ist der tote Hai, das ist gut. Der dürfte uns also nicht gefährlich werden. Hier sind ein paar Arme. Gibt es sonst noch was zu looten hier? Sieht nicht so aus. Oh, hier haben wir noch so einen Energy Drink. Den pfeifen wir uns rein. Ein bisschen Draht nehmen wir uns auch mit. So, wunderbar. Und dann würde ich vorschlagen, wir machen mal das hier. Wir legen uns einmal hier das Tauchgerät an. Tragen. So, und dann, hier sehen wir jetzt unten links, sehen wir so leicht, dass wir das Tauchgerät anhaben. Und dann können wir ja mal abtauchen, würde ich sagen. Hier geht's nicht weiter. Gucken
Gucken uns jetzt hier auch nochmal eben um. Oxygen 100%, 98%, 97%, das kommt mir so vor als an. Sinkt aber relativ schnell, ne? Aber wir haben ja noch eine, zumindest eine haben wir ja gefunden am Höhleneingang, glaube ich, ne? Haben wir eine extra Sauerstoffflasche gefunden. Ist natürlich auch gut, dass sie direkt am Höhleneingang liegt. Heißt, man kann theoretisch nach jedem Mal neu laden, kann man da wieder reingehen und sich einfach mal eine Flasche abholen. Wir laden aber natürlich nicht absichtlich neu, sondern wenn es sich anbietet, also wenn mal wieder abgespeichert bzw. neu geladen wurde, dann werden wir es auch mitnehmen, ne? Dann nehmen wir auch doppelt und dreifach die gleichen Orte mit. Aber ich stelle mich jetzt nicht an einen Ort und lade fünfmal neu oder sowas. Das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. So, wo kommen wir denn jetzt hier nochmal raus? Oh. Grünzeug? Sind wir... Oha. Mitten in der Nacht. Ich meine, dort Strand zu sehen. Wo sind wir denn jetzt genau rausgekommen? Wo sind wir jetzt? Ja, unmittelbar neben der Höhle, ne? Ja gut, dann würde ich einfach mal vorschlagen, wir legen uns hier jetzt mal eben schlafen, ne? Wir hauen uns einmal hier hin. Dachte ich. Hier reicht der Platz nicht. Vielleicht hier? Hier können wir. So, wir legen uns hier schlafen und wir sehen uns... Ups. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüssi.